Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Gunn hier vom Team Thomas Lochbüssel Training. Ich freue mich heute mit euch drei Übungen durchzugehen, die euch sofort helfen werden bei Beschwerden im Unterrücken. Bedeutet, wir kennen es alle vom langen Schlafen, man steht mal falsch auf, Unterrücken oder 7-8 Stunden sitzende Tätigkeit, man steht auf und einfach der Unterrücken zwickt. Und dann zeige ich euch einfach mal drei Übungen liegend, flach auf dem Boden, wie man sofort die Unterrückenmuskulatur entlastet. Wenn man einen Ball nicht zu Hause hat oder im Büro, nimmt es einfach einen Stuhl, geht genauso. Wichtig ist nur, hier in die Beine haben wir einen Winkel von 90 Grad, Fußspitze herangezogen und die Waden liegen eigentlich aktiv auf dem Stuhl, bei mir jetzt hier den Ball. Was wir machen? Beim Einatmen gehen wir sanft in einen Hohlrücken, bedeutet, jetzt würde meine Handpalme unter dem Rücken passen. Beim Ausatmen drücken wir durch die Bauchmuskulatur fest anziehen, unseren Unterrücken richtig flach auf dem Boden. Jetzt würde nicht mal eine Ameise mehr drunter passen, nicht mal ein Blatt Papier. Also einatmen, wir gehen hoch, Unterrücken geht in ein sanftes Gewölbe, sanft in den Hohlkreuz. Beim Runterdrücken wollen wir richtig, dass der Unterrücken flach auf dem Boden liegt. Wenn jemand merkt, es geht zu viel auf die Halswirbelsäule, Kopf ablegen, merkt mir hier in der Halswirbelsäule eine Überstreckung, nimmt einfach ein Kissen, ein Handtuch, rollt es auf. Wichtig, Kopf ablegen bei dieser Übung. Los geht's. Einatmen hoch, Luft raus, Bauch, Nabel richtig nach innen ziehen und schön Bauch oder Unterrücken fest. Und los. Und das machen wir schön 10-mal. Einatmen. Ausatmen. Einatmen durch die Nase. Luft raus, durch den Mund. Sehr schön. 5, 6, 7, 8, sehr gut. 9, letzte und 10. Sehr schön. Könntest du natürlich 15, 20 Wiederholungen rausmachen. Wir gehen jetzt einfach mal 10 Übungen durch. Später könntest du natürlich dann alles deutlich länger machen. Für die zweite Übung, Beine weg, Ball weg oder Stuhl zur Seite schieben. Wichtig, wieder Kopf ablegen, aber beim Vorzeigen, beide Hände schön um die Knie greifen und schön linksrum über die Wirbelsäule, vor allem die Lendenwirbelsäule rollen. Das fühlt sich richtig schön an, wie eine wohltuende Massage. Also Kopf, wie gesagt, ablegen. Geht es zu viel auf die Halswirbelsäule, denkt dran, nehmt eures Kissen. Wir wollen uns konzentrieren auf die Lendenwirbelsäule. Schön, sanft, nicht zu schnell. Um oder über schön die die Lendenwirbelsäule kreiseln. Perfekt, 15. Jetzt machen wir genau das gleiche, rechtsrum. Auch hier, wenn ihr merkt, hey, das tut mir richtig gut, von mir aus macht es 2-3 Minuten. Das Wichtigste ist, dass ihr einfach merkt, aha, da passiert was, die Muskulatur lockert sich. Das wollen wir durch diese drei einfache Übungen auf dem Boden erreichen. Vier, drei, zwei, eins, Fersen wieder aufstellen. Sehr gut. Dritte und letzte Übung. Unsere Knie bleiben geschlossen, Fußspitze zusammen oder Fersen zusammen. Fußspitze sind weg vom Boden, also die ziehen wir hoch. Legen unsere Hände links und rechts neben uns und wir lassen unsere Knie sanft erstmal vielleicht nur 30, 40 cm rechts und links fallen. Unser Kopf schaut erst einmal neutral nach oben. Später werden wir auch unseren Kopf einsetzen. Aber jetzt erstmal nur rechts und links. Wichtig hier, unter Rücken wollen wir flach auf dem Boden. Also da wollen wir jetzt nicht im Hohlkreuz. Und man merkt nach einer gewissen Zeit, ah, okay, ich kann ein paar Zentimeter weiter. Ziel sollte es sein, die Beine rechts komplett auf dem Boden und links komplett auf den Boden abzusetzen. Genau, rechts und links. Sehr schön. Perfekt. Und jetzt, wie gesagt, nehmen wir noch unseren Kopf mit. Unsere Knie lassen wir nach rechts fallen. Wir schauen aber nach links. Neutral. Knie fallen nach links.
Kopf schaut nach rechts, neutral. Perfekt, dann haben wir nicht nur eine Mobilitätsübung oder Beweglichkeitsübung in die Lendenwirbelsäule, in den Hals einer Lendenwirbelsäule, sondern auch in BWS, Brustwirbelsäule und die Halswirbelsäule. Perfekt. Auch das, wenn ihr merkt, es tut richtig gut, macht die Übung 15, 20 Wiederholungen. Wenn ihr merkt, ha, die Blockade ist locker geworden, aber noch nicht komplett raus, dann macht es einfach nochmal eine zweite Runde. Empfehlen würde ich das tatsächlich 2-3 Mal am Tag, vormittags, mittags, abends. Und irgendwann wird es merken, okay, auf den zweiten, dritten Tag, die Muskulatur lässt nach. Und das würde ich euch allen empfehlen, die Übungen als Soforthilfe zu machen. Aber auch nicht nur, wenn Verspannungen da sind, sondern auch macht es ruhig jeden zweiten Tag. Merkt, es dauert 10 Minuten, wenn überhaupt. Und da vorbeugen ist immer die bessere Wahl. Sehr schön, es hat mich gefreut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis nächstes Mal. Ciao, ciao.